Okay, Nachtschatten, genug getrunken. Wir müssen Desperado finden. Das müsste hier eigentlich ganz in der Nähe sein. Wenn meine Mutter mich damals nicht angelogen hat. Hä? Wer ist denn das? Hey, sieh da! Hallo? Wissen Sie, wo es hier nach Desperado geht oder ob das hier in der Nähe sein könnte? Weiß ich ja. Wo kommen Sie her? Ich komme aus einer weit entfernten Stadt. Ich war dort Schmied. Und ich habe gehört, in Desperado werden auch noch einen Schmied gesucht. Wo haben Sie von Desperado gehört? Meine Mutter hat früher immer von Desperado erzählt, dass es eine sehr schöne Stadt war. Sie lebte dort auch früher, bis sie dann in die Stadt gegangen ist, in der ich jetzt lebte, bis vor kurzem. Das ist echt komisch. In letzter Zeit kommen immer mehr Leute in unsere Stadt, obwohl die eigentlich ziemlich verlassen war. Okay. Und Sie kommen hier von der Nähe, oder? Ja, 3 Tage weg. Das ist nicht mehr allzu nah. Kommen Sie einfach mit, ich führe Sie mal zur Stadt. Sie wohnen da also, oder wie? Ich wohne da, ja, schon sehr lange. Dann habe ich ja Glück, dass ich Sie jetzt getroffen habe. Das stimmt. Die ist ja auch nicht allzu weit weg. Die ist nämlich schon genau hier. Oh, sie ist genauso, wie meine Mutter sie beschrieben hatte. Wunderschön. Hat kein bisschen deinen Glanz verloren. Ja, bevor die ganzen Leute hier kamen, war hier schon nicht mehr so viel Glanz. Ach echt? Wurden hier Kriege geführt oder was war los? Kriege wurden nicht direkt geführt, die ganzen Einwohner waren einfach irgendwann mal verschwunden. Okay. Ziemlich merkwürdig. Ja. Und was machen Sie hier so? Ich wohne hier. Nein, ich meinte vielmehr, was Sie beruflich machen. Ich bin Detektiv, aber wobei ich in letzter Zeit nicht sehr viele Aufträge erhalten habe. Detektiv in einer Stadt, wo eigentlich nichts los ist. Ja, deswegen habe ich auch kaum Aufträge bekommen. Dann haben Sie einen ganz schön chilligen Beruf. Nicht so wie ich Ja. als Schmied. Ja, ich muss halt auch noch die ganzen Tiere hier spielen und alles Mögliche, weil ich hier allein war. Okay. Und könnten Sie mir sagen, ob ich hier einziehen dürfte? Ich kann sie ja schlecht wegschicken. Deswegen können sie ihr Haus gerne bauen. Und ich werde das auch mit, wenn sie wollen, mit Takaishi abklären. Das ist Wer ist Takaishi? unser Sheriff hier. Oh, es gibt sogar einen Sheriff, okay. Ja, das ist ein Sheriff. Also sollten sie ja kein Unfug oder andere nicht nette Dinge Nein, ich tun mache keine nicht netten Dinge. und oder Ich unterlassen. mache immer nur nette Dinge. Okay, das ist gut zu wissen. Wie darf ich sie überhaupt nennen? Na, ich bin Dizzy. Ja, das sollten Sie dann unterlassen, Dizzy. Dizzy, danke. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ich schaue mich mal ein bisschen in der Stadt um Machen und Sie das und suchen Sie könnten wir sich mal uns einen Platz später dann hier. nochmal treffen irgendwie, um ein bisschen zu plaudern? Natürlich. Alles klar. Dann vielen Dank, Herr. Wie? Selbstgespräch. Selbstgespräch, alles klar. Bis später. Bis dann. Ist eine echt wirklich wunderschöne Stadt. Hier werdet ihr sehr schön leben können. Herr Selbstgespräch meinte, er wohnt hier hinten. Ah ja, Selbstgespräch, Detektiv. Ich glaube, ich klopfe einfach mal. Herr Selbstgespräch. Hallo? Ah. Guten Tag. Ach sie, okay. Was gibt's? Ja, wir wollten noch ein bisschen miteinander reden, oder nicht? Ja, allerdings. Was wollen Sie denn reden? Wollen wir da unsere Pferde mitnehmen und ein bisschen in die Ferne reiten? Und dabei ein bisschen plaudern? Dann lass uns das doch mal machen. So, dann erzählen Sie mal, Herr Selbstgespräch, wie sind Sie denn in diese Stadt gekommen? Ich wurde hier geboren. Oha, lebt denn Ihre Mutter noch? Nein, die ist tot. Oh, das tut mir leid. Aber wie hieß denn Ihre Mutter? Meine Mutter, Ja? die hieß Desidia. Daher auch mein Name. Ich glaube, ich kenne die sogar. Tatsache? Ich glaube, das war ein Freund von meinem Vater oder eine Freundin. Das ist ja sehr interessant. Und haben Sie sich gut verstanden, die beiden? Ja, sonst Ja gut, wären wenn es es keine Freunde Freunde sind, gewesen. natürlich. Ja. Sie müssen entschuldigen, ich hatte einen langen Ritt vor mir und habe noch kein Essen gehabt bisher.
Hä? Siehst du das da hinten? Da liegt wer. Oh, oh mein Kopf. Oh. Hallo? Können Sie mich hören? Hallo? Oh, es ist warm. Machen Sie auf. Hallo? Hallo? Wer sind Sie? Geht's Ihnen gut? Ja, den Umständen entsprechend, aber... Kopfschmerzen. Haben Sie irgendwas zu trinken oder irgendwie? Ich habe leider gar nichts dabei, nein. Ich hätte aber noch was in der Stadt für Sie. Nee, wo bin ich hier überhaupt? Das Letzte, woran ich mich erinnere, war... Ey, da war doch eigentlich nur Sand, und warum sind jetzt Berge hier? Aber ich verstehe es nicht. Können Sie irgendwie einen Sonnenstich oder irgendeine sonstige... Bin mir nicht so ganz sicher, aber... Sie sehen schon irgendwie lustig aus, wenn ich das mal so sagen darf. wo bleibt meine Manier? Gehen Sie unter Alkohol? Oder? Nein, 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 nein. Ich bin Schlübbi. Wie darf ich Sie begrüßen? Selbstgespräch. Ich bin der Dizzy. Guten Tag. Hi. Guten Tag, Dizzy. Hallöchen. Was macht ihr denn hier draußen? Ich war doch vorhin noch alleine. Wir wollten uns eigentlich schon ein bisschen unterhalten und dabei haben wir jetzt Sie getroffen. Nee, das ist, glaube ich, gar nicht mal so übel. Ist hier eine Stadt in der Nähe oder ein Dorf oder eine Toilette? Irgendwie sowas? Ja, wir hätten eine Stadt, aber eine Toilette müssen Sie improvisieren. Okay, ich denke mal, das wird schon gehen. Ich denke mal, dass wir das hinkriegen. Wo liegt die? Hier irgendwie? Da hinten? Warten Sie mal, ich nehme kurz mein Pferd. Ja, was ist, Weil ich glaube... Kommen Sie mal mit? Jo, ich komme. Wir sollten wirklich mal nach Hause. Ne, da müssen wir aufpassen. Boah, ja, mein Kopf, ne, der dröhnt so heftig. Hatten Sie denn einen Unfall oder einen Sonnenstich? Ich weiß nur, dass ich mit Max Style... zwei Banditen gesucht habe. Ich weiß nicht. Zwei Banditen? Wie hießen die denn? Sind sie also Kopfgeldjäger oder wie? Ich bin kein Kopfgeldjäger. Ich glaube nicht, dass. Ich keine Ahnung, ob die das sind. Nee, ich bin eigentlich Bauer. Also ich habe schon seit Jahren kein Kopfgeld mehr gejagt. Ist halt. Wieso jagen sie danach Banditen? Nee, die haben meine Eltern umgebracht damals, als ich noch klein war und Max Style hatte mich aufgenommen. Ich dann großgezogen und später sind wir dann Kopfgeldjäger geworden. Und als ich vom Töten genug hatte, bin ich dann ausgestiegen. Ja, dann hat er mich gefragt, weil jetzt eigentlich ein Kopfgeld auf die Beine ausgesetzt wurde. Weil wie hieß ich, irgendwas mit T hießen die. Ich bin mir auch nicht mehr so sicher, dann muss ich glaube ich nochmal überlegen. Wir sind hier übrigens auch schon in der Stadt. Achso, oh ja, stimmt, ja. Gibt's irgendwie jetzt was zu trinken? Irgendwie ein bisschen Wasser oder wo ich mich mal kurz frisch machen kann? Kommen Sie mit. Wenn Ihnen ein Druck reicht, dann können Sie hier vom Hotel. Ja, das reicht komplett aus. Nur erstmal für eine Nacht. Morgen werde ich dann weitersehen, was auf mich so zukommt. Bin ich schon relativ gespannt. Hier müssen so, Sie kurz. Hier? Mitnehmen. Okay. Super, super. Das ist schön. Kann statt lustig, wenn ich mich kurz einmal reinsetze? Ja, kurz. Ich bin ein bisschen gebrannt schon von der Sonne. Okay. Das ist doch schön. Ist das schön kühl. Also mal ein bisschen schütteln hier. Okay. Oh, das tut wirklich sehr gut. Ich glaube, das sollte erstmal ausreichen. Okay. Und Sie, was Sie nicht lassen können. Dankeschön, Herr Gespräch. Kann ich irgendwie heute Nacht hier bleiben oder muss ich da? Wenn Sie noch eine Nacht hier bleiben wollen, dann können Sie im Hotel übernachten. Ich denke, ja, eine Nacht dürfte da ausreichen. Irgendwie ein Schlüssel oder irgendwas? Schlüssel beachten? Haben wir leider nicht. Mal dann einfach rein und nach oben, ne? Okay, ich leg mich erstmal schlafen, vielleicht sehen wir uns dann morgen früh. Ruhen Sie sich aus. Oh Gott, jetzt erstmal, mein Schädel. So, hier ist noch ein Zimmer, das scheint besetzt zu sein, nur gehen wir mal rein. Ups, da liegt da einer, passt. Das war aber ein ziemlich merkwürdiger Typ, oder? Ja, das stimmt. Aber gut, ich muss jetzt mal mein Zeug noch erledigen, was ich noch nicht den ganzen Tag geschafft habe. Deswegen. Alles klar, Detektiv Selbstgespräch. Dann einen schönen Abend noch. Genau. Also, es ist schon morgen. Da habe ich bestimmt nicht so lange geschlafen. Aber ich glaube, erstmal runtergehen. Erstmal runtergehen, vielleicht ein bisschen was essen. Wir hatten die Tür aufgelassen. Ich muss sagen, es sieht bis jetzt hier schon relativ schön aus. Also, ich hoffe, ich kann mich hier ein bisschen ansiedeln. Ich muss wirklich nochmal überlegen. Was habe ich denn zuletzt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Hey, Dizzy? Dizzy? Oh, guten Morgen, Herr Schlübbi. Morgen. Los, setzen Sie sich doch.
Wir können zusammen frühstücken. Ich habe ihnen extra schon mal ein Brot darauf gelegt. Dankeschön. Und wie hat es Ihnen heute noch so, wie ist es Ihnen heute noch so ergangen? Alles gut? Ziemlich gut, ja. Ich konnte gut schlafen. Ja, ich durfte glücklicherweise auch hier in diesem Hotel übernachten. Ja. Ach so, ja, cool. Denn ich bin auch gestern erst in diese Stadt gekommen. Ne? Ich dachte, Sie sind schon länger hier. Nein, nein, ich wurde gestern auch erst gefunden. Hm. Gefunden, sagen wir mal so. Ja, okay, cool. Wollen wir uns mal die Stadt kurz ein bisschen schon angucken, wenn wir jetzt schon so frühstücken? Klar, können wir machen, aber ich sag Ihnen schon mal, dass ich diese Stadt auch noch nicht so gut kenne. Ich habe mich halt nur gestern kurz mal umgesehen, okay. Aber ich glaube, ich glaube, die Halluzinationen sind langsam ein bisschen weg. Also es sollte genau, das wollte ich auch fragen, ob es Ihnen inzwischen besser geht. Ja, keine Magenschmerzen oder sonst was. Nee, alles ist alles jetzt in Ordnung. Ihr Gesicht ist auch nicht mehr so blass wie gestern. Ja, ich hoffe, ich habe heute noch nicht in einem Spiegel geguckt. Das habe ich heute noch nicht gemacht. Das sollten Sie auch nicht tun. Das werde ich zu Herzen nehmen. So, was gibt's denn hier? Okay, dann lass mal schauen. Ah, hier ist ja wahrscheinlich der erste Einwohner, den ich hier sehe. Super Zocki steht da dran. Hier am Schild, Super Zocki. Denk mal, wird er das sein wahrscheinlich. Ja, okay. Auf jeden Fall schicke Häuser bis jetzt, wenn man hier mal so durchguckt. Ja, das finde ich auch. Nestflo und Block, klar. Haben Sie denn auch vor, hier einzuziehen? Ja, also ich denke, so weit wie ich jetzt hier sehen kann, habe ich jetzt keinen wirklichen Bauern oder so gefunden, der sich jetzt regelmäßig ums Feld kümmert, wenn es überhaupt ein Feld in dieser Stadt gibt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich denke mal, ansonsten würde ich da mich eher so ansiedeln halt als Bauer. Aber mal gucken. Ja, Essen braucht man ja immer. Ja. Hä, was ist das hier? Ist das eine Hühnerfarm? Sieht ziemlich interessant aus. Ah ne, eine Imkerei. Das ist eine Imkerei. Vom Aaron. Cool. Auf jeden Fall bringt das schon was. Da hinten bauen auch welche ihre Häuser. Hier gibt es sogar noch eine Pferdezucht. Mhm. Ah, da sollten wir uns mal bald ein Pferd holen, denke ich mal. Weil ich glaube, Pferde sind hier essentiell. Ah, ich habe ja schon ein Pferd. Ich bin mit einem Pferd hierher gekommen aus meiner alten Stadt. Ja? Eine richtig tolle Geschichte, aber die erzähle ich mal ein andern Mal. Na, okay, woher kommen Sie eigentlich? Aus welcher Stadt? Aus Dissi-Kackerland. So hieß das. Wo bin ich hier überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Die nächste Stadt, die eigentlich in der Nähe war, war Escudera City. Okay, davon habe ich noch nie was gehört. Ziemlich merkwürdig. Wo kommen Sie denn her? Ich komme in der Nähe von Escudera City komme ich her. Ich habe mir so ein kleines Häuschen mit einer Farm aufgebaut gehabt. Und ja, wie gestern Abend, glaube ich, schon erwähnt, bin ich ja Kopfgeldjäger Mali gewesen vor langer, langer Zeit. Und jetzt halt so auf meinen Viehbetrieb wieder umgestiegen. Und ja, eigentlich, ich frage mich auch, wo Max Style ist. Ich verstehe den ganzen Kontext hier momentan noch nicht. Vor allen Dingen, er meinte ja Selbstgespräch nicht. Hier sind eigentlich ein paar mehr Leute? Ja, er meinte, hier sind recht viele Leute eingezogen. Ich sehe auch gerade noch nicht so viele. Ist jetzt auch noch vielleicht, zwei Leute. Vielleicht schlafen die einfach nur ein bisschen länger oder. Wir können ja mal in die andere Richtung noch gucken. Pferde. Oder Vieh. Wollen Sie denn hier einziehen irgendwo und sich ein Haus bauen? Ja, klar. Ich möchte hier gerne als Schmied anfangen. Der Selbstgespräch hat mir gestern schon erzählt, dass hier noch kein Schmied lebt. Von daher passt das eigentlich ziemlich gut. Ein Bandit? Ah. Ist das ein Bandit? Nee. Oder? Habe ich jetzt schon wieder Halluzinationen? Oder warum hat der eine weiße Maske? Ich sehe es auch. Warum hat der ein bisschen schüchtern? Maske? Man weiß es nicht. Okay. Sie erstmal in Ruhe lassen. Ja, ich glaube, das sind. Lassen Figur. Sie uns einfach weitergehen. So, aber was wir noch machen müssen, wir müssen erstmal nachher noch so. Ein bisschen noch ein Mastbier oder so trinken, wenn es hier so ein Saloon gibt. Ja, das auf jeden Fall. Das müssen wir unbedingt machen. Zum Einklang. Das sieht nach einem Gefängnis hier aus. Gibt es hier irgendwie einen Sheriff? Es gibt eigentlich in jeder Stadt. Ja, genau, einen hier. Hier? Der Takaishi. Ah, der Takaishi. Ist der da? Richtig. Mal anklopfen. Na, scheint. Herr Takaishi. Herr Takaishi. Sheriff. Scheint momentan nicht da zu sein. Dann müssen wir später nochmal versuchen. Genau. So, mal gucken, was gibt's hier noch. Guck dir mal das schöne Schild da oben an. Das ist doch genau das Richtige. Da müssen wir nachher noch hin. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich habe noch ein bisschen zu tun. Ja, ich guck mal, ob ich hier irgendwo ein Feld finde und werde mich da nachher so ansiedeln. Ich denke mal, wir sehen uns auf jeden Fall noch. Herr Stübi, genau. Und dann treffen wir uns einfach irgendwann mal hier, um was zu trinken.
Genau, gute Idee. Dann Ihnen noch einen schönen Tag und passen Sie auf sich gleichfalls. Auf. Gleichfalls. Jo, gleichfalls. Bis dann. Tschö, tschö. Jo, und das war die erste Folge jetzt erstmal. Und ihr habt vielleicht schon gemerkt, wenn ihr überhaupt so lange geguckt habt, dass es ein bisschen ziemlich verwirrend war. Zumindest kam es mir so vor. Ich weiß nicht, ob jetzt das Endprodukt vielleicht trotzdem irgendwie ansehnlich war. Auf jeden Fall war das die erste Folge. Ich verhungere hier gerade ein bisschen, deswegen... Oh ne, das bringt ja gar nichts. Okay, die müssen wir auf jeden Fall kochen. Ich habe hier schon so ein bisschen gefarmt, habe sogar schon einen Sattel und eine Pferderüstung. Die habe ich allerdings nicht. Die gehören eigentlich nicht mir. Ich habe mir ein Pferd ausgeliehen und das ist leider, leider an einem Kaktus gestorben, weil es irgendwie einen Kaktus begehrt hat. Und das war irgendwie nicht der Plan. Jetzt habe ich leider ein Pferd von Herr Bergmann getötet. Aber gut. Auf jeden Fall wollte ich mich recht herzlich bedanken für die ganze Unterstützung, dass ihr mich in dieses Projekt geholt habt. Und dann durfte ich hier jetzt spielen und ich habe mich tierisch gefreut, als ich das gestern, vielleicht noch vorgestern, ich weiß nicht, wann ich diesen Part hochlade, mitgekriegt habe, dass ich im Projekt bin. Ich habe erstmal richtig rumgeschrien, voll gefreut, war voll geflasht, konnte die Nacht auch wirklich überhaupt nicht schlafen. Und jetzt bin ich halt hier, da ist wieder der Schlübbi. Und ja, wollte ich mich recht herzlich bedanken. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich werde wahrscheinlich mit Isaac trotzdem noch weitermachen, auch wenn da alles doof ist, vor allem weil mein PC jetzt abgeschmiert war. Ja, den habe ich jetzt weitestgehend wieder zum Laufen gebracht, aber irgendwie fehlen trotzdem noch so ein paar Sachen. Und von daher, ich weiß auch nicht, ob das kann sehr gut sein, dass in Isaac die ganzen Speicherstände weg sind. Das wäre ein bisschen traurig. Aber okay, mal gucken, wie das mit der Steam Cloud funktioniert hat. Und mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen farmen und dann wird wahrscheinlich morgen schon wieder das Worldplay weitergehen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber mal gucken. Und an der Stelle nochmal danke an den Schlübbi und an den Selbstgesprächsverein, dass sie hier mitgemacht haben. Und ja, wunderhübscher Himmel, oder? Ihr könnt mir gerne Kritik da lassen, wie ihr diese Folge gefunden habt und wie es weitergehen soll und blubbi blub. Ich bin da über alles ziemlich dankbar. Vor allem, weil ich bin da ja noch nicht so richtig drin in diesem ganzen Roleplay-Zeug und wie man das alles aufnehmen soll. Das war jetzt irgendwie alles sehr sporadisch, was wir hier gemacht haben. Aber ja, dann bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr noch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet, wenn ihr ein bisschen Kritik da lassen würdet. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Hä? Guck mal, da liegt wer. Hallo? Oh Gott. Hallo? Oh, mein Kopf. Was ist mit Ihnen? Oh, der tut so weh. Oh. Können Sie mich hören? Hallo? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Die bessere Frage ist, wer sind Sie? Oh mein Gott. Ich bin Bobby P. Wollen wir es nochmal machen? Dieses scheiß Pferd.